Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Und zwar, wir haben die Ballen, die wir gepresst haben, von unserem, naja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mondfeld, einmal runter in die Biogasanlage gefahren. Die sind gepresst, gewickelt und fertig sozusagen. Und jetzt heißt es, sie einmal an der Biogasanlage verkaufen, dass wir wenigstens noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Das wäre eine super Sache. Und ja, schauen wir mal. Hallo, Herr Wartlinger, Herr Schneider. Servus. Servus, ich grüße Sie. Was haben Sie denn da dabei jetzt? Ist der Herr Schneider auch da, wissen Sie das? Der ist gerade dahinter gefahren, oder was er macht. Ach so. Pass auf, Herr Wartlinger, folgendes. Und zwar, ich habe jetzt erstmal die Ballen von dem einen Feld hier. Ja, wie viel haben Sie denn dabei? Von der ersten Wiese, das sind 84.000 Liter. Ich glaube, das ist schon älter und kann das sein. Wie bitte? Ist das schon bezahlt worden? Nein. Nein, die habe ich doch gerade erst gemacht. Das ist dann die Wiese, die wir nicht verwenden dürfen als Futter. Ja. Moment. Genau, 84.000 Liter sind jetzt aktuell. Wo soll ich denn hinfahren? Ja, bitte. Ja, bin ich. Ich stehe neben Ihnen. Ja, jetzt komme ich jetzt mit. Gut sehen. Nesen da. Oh, dauert ein bisschen. Ja, eine Sekunde. So, was Ihnen einfach hinterher, Herr Wartlinger? Ja, immer auf den Ohrstall schauen, hinterherfahren. Oh Gott, wo wollen Sie denn hin? Ja, zum Fütterer. Ach, direkt zum zum Dosierer oder wie? Ja, es ist leer. Wir müssen auffüllen. Ah, okay, perfekt. Ja, Mensch, ey. Ah, na, heute, das ist ja gerade gepresst worden, oder? Oder sind die, oder nein, ist das nein, schockiert? Ist gepresst worden. Aber wann sie mal, wird mir als Silage angezeigt zumindest. Ja, passt, dann haben wir es, nein. Genau, das ist ja auch schon ein Stückchen her. Wir sind wie schon stellen Sie sich denn jetzt hin? Achso, ja, wir sind ja schon sie im August. Haben Sie nicht gesehen, wie ich mich da hinstelle? Warum sind Sie denn immer gleich so? Ja, ich verstehe das nicht. Sie sind doch ein Landwirt. Ach so. Was wird das jetzt? Fahren Sie mal bitte ein Stück zurück. Ich muss weg. Ich bleib genau da stehen, wo ich jetzt stehe. Ja, gut. Oh, wow. Dann tun Sie das halt. So, Sie stellen sich einfach quer vor mich, ja? Damit ich schön aufladen kann. Ist in Ordnung, Herr Wartlinger. Ich hab's verstanden, wie Sie es machen wollen. Ich habe halt nicht gleich so drüber nachgedacht. Ja, ja, dieser so Traktor immer, ist die einfach Story nicht dafür. Lebens. Der Traktor ist nicht. Soll ich vielleicht den Ding anhängen? Der ist nicht dafür ausgelegt für diese gigantischen Deswegen Gewichte hier. Ich ja, soll ich vielleicht den Radlader dranhängen? Nein! Ja, okay, ich gut. Werde es schaffen! Glauben ist also Hoffnung und Wissen und also Sie wissen, was ich meine, gell? Oh, der Schneider kommt, Achtung! Halt! Machen Sie das nicht, Herr Schneider! Ja? Oswin Rosenberg? Moin, ich bin's. Ich wollte dich nicht stören. Grüß dich. Aber ich bin hier gerade bei unseren Rapsfeldern. Sag mal, die sehen ziemlich erntereif aus, die Dinger. Sind die fertig? Also ich gehe mal kurz kicken, aber die Halme und so, die lassen sich schon alles lösen und da kommen die Körner schon raus. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, rufe ich gleich mal das Elu an, oder? Rufst du an, ja? Ja, ich rufe an und würde die beauftragen zur Ernte. Welche Felder sind das? Na, 185 und 186 hatten wir ein bisschen. Was mit der 87? Ja, warte, da muss ich mal eben kurz hochrennen. Warte mal. Genau. Warte. Ich bin gerade an der Biogasanlage hier. Der Herr Wartlinger. Oh, kriegen wir gleich wieder Gott. Geld oder was? Ja, gleich müsste Geld kommen. Oh, wunderbar. Oh, Herr Wartlinger, das ist. Das sieht auch gut aus hier, unser Haferfeld. Hafer ist auch soweit? Also Raps und Hafer, da, ja? Ja, da lässt sich das auf jeden Fall schon trennen von der Spreu. Ich ruf an, ich organisiere das. Ah, die Sonnenblumen sehen noch ein bisschen dürftig aus, aber haben schon einen schönen Blütenkorb oben drauf. Machen wir so. Was? Rufst du an, ja? Perfekt. Brauchen wir die Sachen oder wollen wir es direkt an die Genossenschaft verklingen? Das musst du entscheiden. Das, also, wie du möchtest. Also, den Raps haben wir ja eigentlich für die Genossenschaft angesehen und den Hafer können wir wegen mir auch, weil die Mehlproduktion läuft ja, von daher soll das passen. Na, wie du machst, ich weiß nicht, frag mal vielleicht beim Landhandel nach, ob der vielleicht noch irgendwas braucht für das irgendwie Düngerherstellung oder irgendwie Saatgut. Das kann ich machen, da rufe ich da mal noch an. Gut, alles klar. Alles klar, bis gleich. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, Herr Wartlinger, hätten Sie jetzt aber nicht husten dürfen, ey. Junge. Sehr konzentriert gerade. Merkt man gar nicht. Oh. Ach, der fesche Musik, was ist denn da los? Ja? Ja, von Weiden. Ach du Scheiße. Ja, grüß Sie, Herr von Weiden. Hallo, Herr Rosenberg. Wer ist denn da im Hintergrund schon wieder? Ja, der Herr Wartlinger, der brüllt hier schon wieder rum. Sie kennen ja den. Ja. Sie wissen ja so. Ohne Kommentar. Ohne die Bayern. Kommentar. Die Bayern, ne? Ja. Ich bin wieder am Lande. Land. Oh. Ja, was? Also Sie sind wieder am Lande, Herr Weiden? Ich bin wieder da. Ah, haben Sie eine Schnellladefunktion, einen LKW mit Schnellladefunktion? Ja, habe ich. Herr Weiden, ich brauche Sie.
Ja. Ich brauche sie dringend. Passen Sie auf, ich würde Sie doch mal kontaktieren, dann treffen wir uns an der Genossenschaft. Ja, okay. Soll ich schon mal runterfahren? Sie können, wenn Sie möchten, schon mal runterfahren, müssten aber trotzdem noch kurz warten. Ja, das ist kein Problem. Dann fahre ich schon mal runter. Perfecto, mille grazie. So machen wir das. Jawohl, super. Ja, ciao, ciao. Ciao. Oh, ich glaube, das wird nix. Das wird was. Und hin. So, oh, gut. Jawohl. Nein. Yes, super. Wunderbar. Wunderbar. Herr Schneider, ich grüße Sie. Nee, Herr Kolmleiten, oder? Oder Herr irgendwer? Das ist der Herr Kolmleiten, ja. Ich weiß auch nicht, was der schon wieder will da. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich will ihn nicht aufspießen, was ist mit ihm los? Ich weiß nicht. Ihre? Oh, Telefon, Moment. Ja, hallo, Rosenberg. Rotwild hier, hallo Rosenberg, hallo Aufsehen. Ja, servus, grüß dich. Du schriebst noch wegen Milch. Also ich habe noch nicht viel, 6700 Liter, hilft dir jetzt irgendwas? Du, wir würden die kaufen, wäre nicht das Problem. Also ich habe jetzt über, weil ich habe sonst einen Abnehmer und ich habe zwar noch Platz im Lager, aber wenn ihr so dringend braucht, dann kann ich es gerne abtreten. Nehmen, machen wir so. Dann 6000 Liter wird zu uns an die WVG liefern. Kann ich machen das, ne? Das wäre super. Ich danke dir vielmals. Ich melde mich dann, ne, wenn es was ist. Warte mal, Milch ganz kurz. Wir haben Milch ein kleines Problem. Und zwar, dass wir Milch aktuell vom Preis her und von dem, was wir produzieren, sich das nicht ganz stimmig ist. Okay. Wir haben jetzt einen allgemeinen Milchpreis vereinbart, auch mit dem Herrn Lauchinger und so weiter und so fort, von 500. Weil wenn wir mehr bezahlen, können wir, zum Beispiel bei Butter, würden wir Minusgeschäft machen. Okay. Ja, die Frage ist halt, wäre das okay? Ich würde es mir überlegen und mich nochmal melden, ja? Ja, machen wir so. Alles klar, aussehen. Ciao, ciao. Perfekt, danke dir. Hallo, Herr Kolmleiten. Hallo. Ist der Chef von der BGA hier irgendwo in der Nähe? Nee, nur der Auszubildende. Der fährt gerade mit dem Radlader hier rum. Ach doch, da kommt er. Moin. Hallo, Herr Schneider. Hallo, Herr Schneider. Grüße. Haben Sie vielleicht mal kurz 5 Minuten für mich? Ich habe auch 10. Ja, dann komm. Auszubildende am Arsch. Herr Kolmleiten, wie viel Milch haben Sie denn schon, wenn ich mal so frech fragen darf? Entschuldigung, bitte? Wie viel Milch haben Sie denn schon, wenn ich mal frech fragen darf? Ich habe gerade geguckt. Ich habe Milch... 1923 Liter. Oh, da lohnt sich der Stall aber. Nee, warte, scheiße, das ist, ja doch, nee. Okay. 923 Liter, nee, mehr habe ich leider nicht. Alles klar, dann mal die Tiere füttern vielleicht. Nee, alles ja, gut. Die sind gefüttert. Gut. Die sind noch nicht geschlechtsreif oder noch nicht alle. Ah, okay, verstehe. Also die Milch wird ja erst gespritzt, wenn sie mal geworfen haben. Ja, verstehe. Kann man da nicht nachhelfen? Gut, dann... Herr Wartlinger, Sie überweisen uns das Geld, oder? Da kommt halt eine Folge. Ja, wohin? Moment, ja. Warten Sie kurz. Genau. Gut, ich muss nämlich wieder los. Jetzt bleiben Sie mal da. So. Ich habe doch noch Info. Meine so. Güte, ja, was ich hab, ist denn mit Ihnen los? Es ist August, wir haben Ernte. Ja, immer zicki, zacki, ganz kurz, eine Sekunde, ich muss telefonieren. Herr Franz Brandwein vom LU hier, hallo. Servus, grüß dich, ich würde gerne einen Auftrag geben. Alles klar, einen Moment, ich muss nur eben schnell rechts ranfahren. So. Sehr gerne, wo können wir helfen? Und zwar, ich würde gerne einmal Raps ernten lassen. Und zwar auf der 185-86. Ja. Und einmal auf der 187 Hafer. 80 Hafer. Das war's. Okay, das läuft jetzt aber über Ihren Hof. Also nicht Genossenschaft, sondern wirklich... Nein, geht über Genossenschaft. Geht direkt in die Genossenschaft, können Sie teilen. Weil mein Hof, also mein Hof und die Genossenschaft sind ja 2 getrennte. Ja, Sachen. Eben deswegen... Genau, also die Hälfte übernimmt die Genossenschaft. Und abfahren, Würden Sie es mit abfahren in das Genossenschaftslager? Ja, ich bin zwar heute alleine, aber das dann können wir Ihnen auch helfen, das ist nicht das Problem. Das wäre natürlich super, dann würde das schneller funktionieren. Dann machen wir das so, Herr Brandwein, wir unterstützen Sie und wichtig wäre nur... Das.
dass Sie die Literzahl vielleicht aufschreiben. Wäre das möglich? Ja, auf jeden Fall notiere ich mir. Das super. Danke vielmals. Tschüssi. Ja, sehr gerne. Ciao. So, muss nur ganz schnell einen Auftrag ans Lohnunternehmen ja, geben. Ja, immer das Gleiche. Herr Wartlinger, was haben Sie für Infos? Ja. Ich habe gesehen, Geld kam auch. Vielen, vielen Dank. Genau, wir haben getestet. Ich stelle übrigens noch eine Rechnung. Mhm. Wie gesagt, Gülle haben wir noch offen. Einmal 1760 Euro. Die Gülle, ja. Habe ich ihn einmal ausgestellt. Ich habe das alles prüfen lassen. Also das Gras vom Feld 183 mit der Plannummer, das obere quasi da jetzt, das können Sie hernehmen fürs Futter. Da haben wir jetzt nichts festgestellt. Also das Gras können wir runterholen. Das Gras das könnt ihr runterholen, genau. Das Problem ist, ihr müsst danach beide Felder bitte umschlagen. Ja. Ich spreche noch mit der Feuerwehr, dass wir sie eventuell abbrennen. Dass auch wirklich alles weg ist, aber wenn sie umschlagen, tun sie quasi den Scheiß wieder rein im Boden. Mhm, dass das einfach quasi abgebrannt wird, dass das alles tot ist, dann umschlagen, dann wieder alles Schema, damit dann im Frühjahr alles passt. Weil okay. Wir haben in den Boden Werten, die sind schon sehr grenzwertig. Verstehe. Und was ist mit den Sachen, die eingelagert waren? Ja, die Sachen, die eingelagert sind, da haben wir ja die Proben genommen. Das, was sie oben im Lager drin haben, das muss raus. Das müssen sie dann schauen, wenn es Silage ist, bringen sie es zu uns. Wenn es jetzt Stroh ist, meinetwegen nee. Können es. Heu. Ja, gut, genau, also Heu. Gut, Heu haben wir. Bringen sie es einmal her. Machen sie das Lager mal leer und bringen sie es mal zu uns. Okay, dann alles schauen wir mal, was wir machen können, damit es dann nicht so einen großen. Weil wir holen. Wir können uns das, also wir zahlen ihnen dann das. Und wir holen es dann von dieser Ausgleichsscheiße. Ja. Wenn er Straftat im Raum steht, dann kriegen wir das schön. Aber dann haben Sie erstmal Ihr Geld, verstehen Sie? Das machen wir so. Ja, Herr Weidlinger, bringe ich Ihnen das noch runter. Eine Frage noch ganz kurz. Ja. Und zwar, wie gesagt, es war jemand an unserem Feld. Ich habe halt Angst, dass das wieder und wieder und wieder und wieder passieren wird. Ich habe, also in Absprache mit dem Bürgermeister, habe ich die letzten Tage Überwachungssystem installiert an der BGA, die diese beiden Felder im Blick hat. Okay. Das heißt, wir haben da jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche Videoüberwachung. Das heißt, sollte sich da einer nähern, dann sehen wir das und dann können wir auch so nah zoomen, dass wir auch wissen, was der da vielleicht in der Hand hat. Also. Okay, verstehe. Gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Sollten wir dann aber nicht vielleicht... ja, okay, nee, verstehe. Was denn? Nee, dann machen wir das so. Ich überlege halt, ob wir dann vielleicht warten sollten, vielleicht bis wir das nächste Mal mähen, ob der halt wieder auftaucht. Ich würde jetzt, also machen Sie es so, dass, also ich spreche, wie gesagt, das anders muss einmal abbrennen, dass einmal umgeschlagen wird danach. Ja. Und dann ist es ja neu. Und wenn man dann ihn wieder, also wenn sie dann beobachtet oder die Kamera das zeigt, dass er irgendwie drüber fährt und was anders ansieht, ja, auf die bestehende Fläche, dass das wieder gemischt wird. Weil der war so viel drin oder ist so viel drin, dass der das irgendwann nachts muss der das angesehen haben, Berner. Ja. Also ja. Das geht nicht nur mit ein paar Samen schmeißen, sondern der muss da wirklich drüber gefahren sein. Und deswegen müssen wir das halt beobachten, weil wenn er dann nochmal kommt, dann haben wir eine Eckleitung fest. Naja, verstehe. Deswegen. Gut, dann machen wir das so. Fast. Alles klar, Herr Wartlinger. Das nächste Mal nennen Sie mich nicht Azubi, aber ich bin Teilhaber hier. Das war Spaß, Mann. Ja. Alles klar, Herr Wartlinger. Ja, seit wann sind wir per Mann? Sind Sie gar nicht Mann? Ich bin schon Mann, aber wir sind noch nicht Mann. Wir sind nicht auf der Ebene. Ach so, muss man auf der Männerebene oder wie? Ja, wir sind noch auf der Guten Tag, wie geht's Ihnen Ebene? Ja? Und nicht auf der Jo, was geht Mann Ebene. Okay. Ja, also, verstehe ich. Jo, Mann, steig Traktor und fahr. Voila. Voila, alles klar. Dann, gut, weiß ich Bescheid, ne? Ja, alles klar. Wieder machen Sie mal Ihren Traktor sauber, weil die Rückleuchten, die sind schon pervers, gell? Ja, alles klar, Herr Wartlinger. Verkehrssicherheit wird groß geschrieben bei uns. Ich war schon klar, dass das jetzt wieder kommt. Ja. Gut, Herr Wartlinger, schönen Tag Ihnen. Servus. Servus. So, dann düsen wir einmal zurück. Dann müssen wir natürlich auf jeden Fall die anderen Sachen noch runterholen. Aber was wir jetzt erstmal machen müssen, wir müssen erstmal schnell in die BVG runterfahren, dort für Ordnung sorgen. Und ich muss mal den Herrn Gremsbacher anrufen. Ich habe keine Ahnung, ob der schon seine Anteile bezahlt hatte für die Dings. Ey, das ist echt eine gute Frage. Warte mal, ich schreibe den mal. Herr Gremsbacher, können Sie sich bitte einmal bei der BVG melden. So. Okay. Gut, schauen wir mal. Gut, Bauhof wollte ich noch anrufen.
So. Schütte. Moin, moin! Grüße. Grüße, der Auswind hier. Oh, ja. Moment, ich krieg gerade einen anderen Ruf. Ja, hallo? Bremsbacher, ich sollte mich melden. Hi. Ja, grüß dich, servus. Und zwar, ich habe eine Frage. Und zwar, weißt du zufällig, ob du deinen Anteil für die Dings schon bezahlt hattest? Für die Zuckerfabrik? Nein, da habe ich schon keine Rechnung zugekriegt. Hast du keine Rechnung gekriegt? Wäre das okay, wenn ich dir die jetzt schicke? Ja, klar, kannst du machen. Alles klar, dann schicke ich dir die Rechnung, ne? Gut, alles klar, bis später. Ciao, ich see. Ciao. Gut, Joris? Ja? Ja, ich wollte einfach mal freundlich nachfragen, wie es aussieht bei der Frau Krohn, ob es da wegen der Bäckerei schon was Neues gibt. Die sollte meines Wissens nach fertig sein, ja. Okay, also können wir die Übergabe machen? Habt ihr das noch fertig gekriegt, ja? Ja. Wir haben jetzt halt nur noch keine Rechnung fertig, weil wir die Allgemeinsumme vom Bau noch nicht kennen. Aber sonst können wir da auch eine Übergabe machen, ja. Hm. Weil die hat nämlich gerade schon wieder angerufen, ob man für den Hühnerstall eine Baugenehmigung braucht. Und jetzt kommt auch an, wie groß, ne? Ja, also die wollen wohl scheinbar auch noch einen Hühnerstall bauen. Ja. Ja, gut, aber ich sag mal, wegen der Baugenehmigung, wenn das nur ein kleiner ist, dann ist das ja nicht das Problem, ne? Ja. Gut, alles klar, pass auf, sag mir Bescheid, wann ihr die Übergabe macht, dann komme ich gern mit hin. Wir haben jetzt gleich noch ein Gespräch mit Rudi und so, wegen dem... Oh, warte. Das ist doch so früh. Wegen dem Bauvorhaben von dem neuen Händlerhof, sagt er irgendwie was, mit ja. Rudi, Anton und Eduard. Ja. Und danach, ich weiß nicht, ob du dabei sein willst, und danach können wir sonst die Übergabe machen. Okay, ja, klar, gerne, können wir machen. Alles klar. Wann habt ihr mit Rudi Gespräch? Jetzt, am Händler sind wir gerade alle. Achso, na dann gucke ich mal. Achso, am Händler, okay. Na dann gucke ich mal, ob ich da dazukomme vielleicht. Jo. Alles klar, ciao, die. Alles klar, tschüssen. Ciao, ciao. So, haben wir den voll? Ja. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt hänge ich die Möhre ab hier. Alter Vater, das ist nicht der richtige Träger, eindeutig nicht. Okay, dann wird es natürlich jetzt sportlich. Jetzt müssen wir ganz kurz überlegen. Wir müssen die Rechnung stellen an den Herrn Kremsbacher. Das machen wir gleich mal als erstes von der WVG. Hola, die Weitfee, das war sportlich. Mit was fahren wir jetzt runter? Nehmen wir die Simson? Ganz ehrlich, glaube ich, nehme die Simson. Brauche ich noch irgendwas anderes? Nee, der Abfahrer brauchen wir hier oben wegen Dings. Gut, perfekt. Dann machen wir so. Dann fahren wir Simson. Eine Sekunde. Helm nicht vergessen. Und ab geht die Wildfahrt. Achso, warte mal. Dann schreiben wir an den Kremsbacher mal noch schnell die Rechnung. Weingut. Die müssen wir noch bezahlen. Neue Rechnung. Und zwar zusätzliche Kosten. Hof Kremsbacher. Warte. Hof auswählen. Anzahl. 203.500. Das heißt, das sind... Wie viel sind das? 10 sind 1.000. 10 sind 1.000. 100 sind 10.000. Warte mal, das müssten ja 2035 sein. 39 Anteile Zuckerfabrik. Warum übernimmt der das nicht? 2035. 203.500, das passt. Eintrag entfernen, Rechnung stellen. Hof Kremsbacher, perfekt, erledigt. Auf geht die Wildfahrt. So. Okay, das Gras hier, ja, da hat Rudi auch schon wieder gemäht. Warte mal, läuft jetzt die Ernte schon? Nein. Okay, ui, wo bin ich denn?
So, Gudi, Leute, ich düse einmal runter. Wir sehen uns gleich unten wieder. So, Leute, ich bin angekommen. Wow, ich bin beim Händler angekommen. Hier biegen wir einmal ein. Ich glaube, hier soll das Treffen auch stattfinden. Das war aber knapp am Pfosten vorbeigeschlittert. Oha, was jetzt? Händler? Ey, macht ja. Hallo! Wir sind in der Kanada. Hallo. Hallo! Moin! Ja, moin! Grüßi! Hi! Hallo? Das, ich die blauen Turnschuhe kenne ich irgendwoher. Ja, Leute, die Brille tragen, ne? Das ist Katastrophe. Man sieht nicht in die Augen. Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich jetzt mal dazu gesetzt. Der Kremsbacher, ich habe Ihnen die Rechnung geschickt übrigens. Habe ich gesehen, wird gleich ausgeglichen. Alles gut. Rudi, ich komme mit dem Walter. Hallo Rudi, ich habe mich mal dazu gesetzt, weil ich ja auch zum Bauhof gehöre, ne? Stimmt ja. Ja, Eduard, kommst du mal? Ja, Rudi, wenn du mit uns sprichst, dann wäre das richtig cool. Ja, mach ich doch, sorry. Ich habe noch eine unschöne Nachricht für uns. Ey, was los? Naja, du, unser 6R, der ist am Berg ganz schön am Verrecken und ich habe den jetzt mal runtergebracht, damit Eduard mal rüberschaut. Ja. Das schaut irgendwie gerade nicht so rosig aus für unseren John Deere. Ich krieg jetzt erstmal ein Ersatzgerät, dass wir weitermachen können, aber naja. Okay. Ich hoffe, dass es nicht schlimmes ist. Nee, das hoffe ich allerdings auch. Aber ihr habt uns jetzt erstmal seinen Waldra und dann können wir da erstmal weitermachen mit. Ja, alles klar. Hast du das Lohnunternehmen schon angerufen? Ja, ist beauftragt. Fahren wir ab oder wie machen wir das? Ich habe gesagt, wir fahren ab. Gut, alles klar. Aber die sind dann nicht mehr da. Ich glaube, die haben noch andere Aufträge vorrangig. Ja, ja, doch. Okay. Gut. Gudi. So, was wollt ihr jetzt hier von uns? Jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, warte, ich warte mal auf den Eduard, wenn er da ist. Fangen wir mal an. Ja, wo ist der Eduard hier? Gerade in der Halle euren Ersatztraktor. Der macht noch meinen Ersatztraktor fertig. Damit Och wir nee, was ist das denn? Ja, was denn? Ist doch nur ein Ersatzding. Ja, auf zu meckern, das Ding hat 300 PS. Ein Waldra? Der ist mit Bahnausbinder, das ist der Waldra Q. Nur ein Blau. Ach, die Q-Serie? Selbstverständlich. Ein kleineres fahre ich nicht. Das klingt gut. Gut, Eduard, Schlüssel? Ja, steckt. Alles klar, dann nehme ich den mit, bring den wieder, wenn unser fertig ist, ja? Passt das so? Machen, alles klar, ja. Wunderbar. Ich danke wir dir. Wollten noch mit dir noch reden. Achso, dann bleibe ich noch kurz hier. Okay. Weil es geht um unser Hofgebiet da oben, was wir vielleicht erwerben wollen und uns da zusammen draufpacken wollen. Ach, stimmt, ja, da war ja was. Da wollten wir nämlich auch mal drüber reden, endlich mal. Ja, ja, genau. Wie wir das machen, was wir da machen. Ja, du hast das Wort, Eduard. Ich hab das Wort. Ich hab da drauf, Schluss. Kleines Geld, Jungs. Also, es gibt da oben das Gelände, das alte Sägewerkgelände. Da, wo dein Hof früher war, weißt du aus wen? Genau, und da wollten wir uns einnisten und wollten quasi umziehen da hoch. Das heißt, ich würde mit meinem Landhandel, Maschinenhandel da hochgehen auf das Gelände und Anton würde mit seinem Hof da hochziehen. Und da würden wir unten die Felder verkaufen bei ihm und würden oben, was hattest du gesagt, Rudi, die Felder... 151, 53, 54 und 155 würdet ihr quasi als Feldertausch dann noch für unten für die Felder sozusagen bekommen. Genau. Korrekt. Hatten wir schon so alle dabei. Warte mal, ihr wollt auf die Sägewerkfläche? Ja. Eieiei, also ich kann euch sagen... Da ist auch ein großes Loch. Nicht nur das, da müsst ihr eine Menge Bodenaustausch machen, weil ganz ehrlich, früher war das mit dem Entsorgen noch nicht so genau. Da haben wir da, bevor wir das Sägewerk gemacht haben, ein Loch gebuddelt. Und haben dann mal alles reingekippt von Asbest, Bauschutt, Müll, alles. Ja, oh ja, super, da kippt man eine Flasche Beton drüber und dann ist halt gut. Oder? Ich sag mal, so, da ist jetzt ein riesen Erdaushub stattgefunden. Ist das da nicht mit alle rausgeholt worden? Nee, das liegt noch was tiefer. Noch tiefer. Also ja. Brauchen wir ein Bergbauunternehmen oder was? Genau. Na gut. Ich das klingt wild vor, auf jeden Fall. Ja, sehr das wild. Klingt echt verrückt, dann lohnt sich das ja schon fast gar nicht mehr. Naja, wäre ich mal vorsichtig. Also ich würde das jetzt erstmal nicht deswegen so schnell verwerfen. Ja, mal, okay. Mal kicken. Vielleicht holt ihr euch da mal noch ein Bodengutachten oder so, Erik, weiß ich nicht. Ja. Ja, komm mal hin, muss aber nehmen. Und dann... Ja, gucken wir mal, wie das da oben aussieht, wie die Festigkeit ist und so. Und dann würden wir halt, wie gesagt, ganz gerne da Gebäude platzieren und da hochziehen. Wie groß sind die Gebäude? Ja, so, dass halt dieser Fahrzeughändler da seinen Platz hat und ich mit meiner Spedition und ein bisschen Rübentechnik und Kartoffeltechnik stehen kann. Viele, viele Hallen. Ja, wir brauchen genau ein paar Hallen, dass wir unsere Fahrzeuge reinkriegen. Vielleicht zwei. Nee, die Größe ist eigentlich okay, sind schon.
Leichtbau oder Massivbau? Wir können doch gerne die Leichtbau holen. Diese Lehmbinder, ja, Leimbinder. Wir müssen das ein bisschen in der Statik, ne? Wegen der Tragfähigkeit vom Boden gegeben ist, ne? Wenn natürlich massive Hallen bauen wollen, müssen tiefere Fundamente machen, ne? Ja, klar. Deswegen müssen wir da mal eine Bodenprobe dann gucken, nehmen, wie stabil das alles ist. Ja. Was man da drauf setzen kann. Im Prinzip brauche ich 4 Wände und ein Dach. Ob das jetzt aus Holz oder aus Stein ist, ist im Prinzip egal. Also ein Gartenhäuschen. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, ja. Vielleicht ein bisschen größer, dass man auch einen LKW mit Anhänger reinfahren kann. Und ein paar Geräte. Ein Carport. Ja, korrekt. Ja, da brauchen wir ja nur, ne? Es muss natürlich noch ein bisschen schön aussehen, sage ich jetzt mal, ne? Richtig. Ja, dann tun wir an jeden Pfosten einen Rosenstrauch dran, eine Kletterrose, dann ist es schön. Ja, und ein paar Bildchen dran malen. Also, Erik, ja, ich weiß ja ganz genau, was ihr schon alles hier hochgezogen habt in meinen Städten. Ich glaube, ja, da kommt was hier scheitert bei rum. Nein, das, ja, das war der Aussehen immer. Der Aussehen, der baut sich doch. Macht das denn? Ja, gerne, klingt gut. Ich bin tatsächlich am Überlegen, weil das ja schon relativ viel Platz in Anspruch nimmt, ob man nicht theoretisch sogar die alte Gemeindefläche 152 eventuell da mit einbinden könnte. Da bin ich gerade ernsthaft im Überlegen. Wo das Lager ist? Ja, genau. Okay. Ich hätte jetzt halt fast überlegt, ob da nicht Anton seinen Hof macht und der Händler dann halt einfach daneben ist, richtig, so wisst ihr? Wegen dem Bach, ne? Wegen dem Bach. Ja. Also ich würde es, glaube ich, anbieten, weil inwieweit das aktuell das städtische Lager noch wirklich benutzt wird, würde ich mal einen Raum stehen lassen. Und im Zweifel haben wir, wenn ich das jetzt so sehe, mit dem Silo, wir haben ein neues Silo bei der WVG gebaut, wo man ja vielleicht sich dann mitnutzen kann irgendwie, muss man mal kicken. Und das Ballenlager, ich meine, das hat jetzt fast jeder Hof ein eigenes Ballenlager, oder? Oder wenn nicht, kannst du bei der BGA einlagern. Und im Zweifel entweder BGA oder man stellt halt nochmal eins ins Industriegebiet auf die Stadtfläche, da wo die Halle steht. Ja, genau, das, was ihr ja sozusagen habt, dann noch daneben, genau. Also da würde ich noch mal mit ins Rennen geben wollen, so tatsächlich. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Wenn der Bach in der Nähe ist, wegen einem Ölabsteiger, ne? Ja, da müssen wir sehr auf die Natur achten. Ja. Ja, das wäre schön, wenn das natürlich noch bleibt, ja. Das ist dann halt kostenspielig, nee, ne? Wenn man da mit Übersteller arbeiten müsste. Also muss man mehr Fläche einbauen dann, ne? Aber der müsste ja da sein, weil da waren ja, wie gesagt, das Sägewerk und Oswins Hof. Also da haben wir ja auch, glaube ich, schon Ölabscheider gebaut. Geh mal ganz kurz auf Toilette. Ja. So, aber während wir, meine Lieben, noch den neuen Händler planen, also es ist tatsächlich so, dass Herr Kremsbacher und Herr Engine sich zusammentun wollen und wollen das Fuhrunternehmen und den Händler, den Maschinenhändler zusammenlegen. Das ist natürlich ein starkes Stück, aber auch eine super große Herausforderung, finde ich geil. Eine schöne neue Herausforderung auf jeden Fall auch. Gerade wenn es auch um das Bebauen eines neuen Grundstücks geht, dann ist der Händler hier in der Stadt eigentlich überflüssig. Gut, aber wir sind auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne das Däumchen da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.